Wie viele von euch haben schon mal einen Apfelkuchen gegessen? Ja, war eine Frage eigentlich, ne? Stellt euch mal vor, ihr habt so einen Apfelkuchen, den schneidet ihr in so verschiedene große Stücke und dann nehmt ihr ein Stück Apfelkuchen raus und esst den. Was ist dann passiert mit dem Apfelkuchen? Was ist dann mit dem Apfelkuchen? Der ist angeschnitten. Der ist angeschnitten. Und es ist noch ganz viel da für andere, ne? Ja. So. Was ist denn in einem so einem Stück Apfelkuchen drin? Zucker, Mehl, Äpfel. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal Gedanken gemacht, was in einem Stück drin ist, wenn man von euch mal ein Stück wegnimmt. Ja, wenn man von euch mal ein Stück rausnimmt und guckt, was ist da drin? Mit was habt ihr euch beschäftigt in den letzten Jahren? Und mit welchen Menschen hattet ihr zu tun? Was habt ihr gelernt? Was habt ihr gelesen? Und was konntet ihr dadurch anderen weitergeben? Und genau dieses Konzept fand ich ein super Bildnis für diese Gedankentanken-Lounge hier. Und ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Vielen Dank, Christina, für die Einladung. Denn es geht vor allen Dingen darum, einfach mal einen neuen Gedanken aufzunehmen und den dann, wenn er einem gefällt und man damit was angefangen hat, ihn einfach weiter rauszutragen. Mein Name ist Christian Gärtner. Mein Thema wird heute sein: Zugeflüster, einfach erfolgreicher kommunizieren. Wie viele von euch mögen gerne Tiere? Also ich meine jetzt nicht im Sinne von Essen, sondern halt so, ne? Tierlieb, Tierfreund, super. Wir werden uns in den nächsten 20 Minuten ein bisschen über Tiere unterhalten, aber nicht im Sinne von Biologie und Zoologie, damit kenne ich mich nicht so gut aus, sondern eher im Sinne von, wie kann man tierisches Verhalten mit menschlichem Verhalten vergleichen. Zunächst möchte ich mich erstmal bei euch bedanken, dass ihr heute gekommen seid, bei dem Wetter nichts Selbstverständliches, ja, euch einfach mal zu inspirieren zu lassen. Vielen Dank an der Stelle. Und bevor wir anfangen, möchte ich auch mich noch mal ganz kurz vorstellen. Ich bin 32 Jahre alt, wohne seit 2,5 Jahren jetzt in der wunderschönen Stadt Köln. Wie viele von euch kommen aus Köln? Okay, aber viele jetzt heute nicht aus Köln. Das ist schon mal sehr überraschend. Okay, aber das ist schon mal gut. Auch ein gutes Feedback für dich, Christina, vielleicht. Das ist dein Einzugsgebiet schon weiter. Ja, schon sehr weit heute. Genau. Berlin haben wir, also. Wow, Berlin. Berlin ist richtig weit. Oh, ja, herzlichen Glückwunsch. Super, schön, dass ihr hier seid heute. Vielleicht noch ganz kurz an der Stelle. Ich hoffe, das ist okay, wenn wir uns duzen für die nächsten paar Minuten. Ist einfach ein bisschen einfacher. Wir können danach entscheiden, ob wir so weitermachen oder so. Ja, können wir danach gucken. Aber das ist für den Vortrag einfach ein bisschen einfacher. Genau, vielleicht zu meiner Person ganz kurz. Ich bin 32 Jahre alt, seit 2,5 Jahren hier in Köln. Seit 4 Monaten stolzer Vater des kleinen Jonathan. Seit 17 Jahren habe ich eine bezaubernde Frau an meiner Seite. Und das sind so meine familiären Verhältnisse im Moment. Im Moment, ja, ist gut gesagt. Ich glaube, das ist auch noch ganz, ganz lange so. Also insofern, das ist mein Background. Ja, und was habe ich so gemacht in meinem Leben bis jetzt? Ich habe so den klassischen Weg gegangen. Also mir hat man immer erzählt in der Schule: Christian, guck, dass du gute Noten hast, dann kriegst du einen guten Job oder was macht man sonst noch? Man macht eine Ausbildung oder? Studieren, genau. Dann kannst du einen guten Studienplatz bekommen. Okay, ich habe mich bemüht mit den Noten in der Schule, das war ein bisschen schwierig. Habe noch ein paar andere Sachen gemacht, deswegen war das nicht so gut. Aber mit dem Studium hat es dann geklappt. Ich bin zum Studieren gegangen, habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und das war eine ganz gute Phase. Nur ich habe während der Schule schon gemerkt, ich bin irgendwie anders. Wie viele von euch kennen dieses Gefühl innen drin, irgendwie anders zu sein als die Mehrheit? Schon mal gehabt, dieses Gefühl? Ja, ich habe mich, glaube ich, ich weiß nicht genau, Mama, wie alt war ich, 12, 14 Jahre, da kam ich zum ersten Mal nach Hause und habe gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Übrigens, meine Eltern heute extra angereist, anderthalb Stunden. Vielen Dank auch dafür. Und da habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich konnte das aber noch nicht richtig fassen. Bin dann zum Studium gegangen, auch da habe ich gemerkt, irgendwie bist du anders als viele in deiner Umgebung. Und habe dann geguckt, okay, wo kann ich hingehen, was kann ich machen? Mir war klar, der klassische Job, das ist nicht so richtig mein Ding. Also dieses Montag bis Freitag, den ganzen Tag für jemand anders arbeiten und irgendwie mit dem Strom zu schwimmen, das war irgendwie nicht mein Ding. Und dann habe ich geguckt, was kannst du machen? Und dann hat mir ein sehr, sehr guter Freund gesagt, Christian, guck dir doch einfach mal die Welt an und geh auf Reisen.
Ja, da bin ich dann irgendwo hier gelandet, nämlich als Flugbegleiter bei einer großen deutschen Airline. Ich habe kein anderes Foto gefunden, auch Kollegin, deswegen lacht sie gerade. Und ja, das Ganze ist schön mit der Sektflasche. Ja, das ist im Grundkurs, da durfte man das noch mit der Sektflasche. Also ich mache die auf, ich trinke die nicht. Ja, nur zur Klarstellung. Genau, dann habe ich das gemacht während meinem Studium, habe mein Studium abgeschlossen und bin dann bei der Fliegerei geblieben. Doch auch da habe ich irgendwie gedacht, irgendwas stimmt nicht so richtig, es ist schön die ganze Welt zu sehen, aber irgendwie bist du doch anders und du willst mehr erreichen. Und das war so der Punkt, wo ich angefangen habe, mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, Seminare zu besuchen, Trainings zu besuchen und einfach zu gucken, okay, was gibt es noch für Möglichkeiten da draußen. Inzwischen leite ich sehr erfolgreich einen Vertrieb für Gesundheitsprodukte und Anti-Aging-Produkte und bin als Trainer und Coach tätig. Und genau während dieser Zeit, während ich mir dieses Geschäft aufgebaut habe, habe ich ein Konzept kennengelernt, was ich euch heute vorstellen möchte. Ein Konzept, was ganz gut beschreibt, wieso es unterschiedliche Menschentypen gibt. Genau genommen zwei unterschiedliche Menschentypen. Dieses Konzept kommt von Jerry Clark und trägt den Namen Murphys Komitee. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere schon mal von diesem Konzept gehört hat. Ein sehr, sehr spannendes Konzept und sehr, sehr anschaulich. Darüber werden wir jetzt gleich ein wenig sprechen. Bevor wir das machen, habe ich auch noch zwei Dinge, die ich kurz ansprechen möchte. Und zwar, ich habe einen Mentor aus Amerika, der nennt sich Blair Singer. Und der hat mir mal zwei Dinge beigebracht. Der eine Punkt war Superlearning. Superlearning ist eine Art des Lernens. Das heißt, wir haben ja so eine linke und eine rechte Gehirnhälfte. Da war ein sehr schöner Vortrag letzte Woche von Frank Simanski, auch hier in der Gedankentanken-Lounge. Und wir lernen am besten, hat er zu mir gesagt, wenn wir beide Gehirnhälften gleichzeitig benutzen. Und das werden wir auch versuchen, die nächsten 15 Minuten habe ich glaube ich nur noch, zusammen zu machen. Das heißt, wir werden ein bisschen interagieren, ihr dürft auch gerne mal was sagen. Super Learning. Ihr werdet nachher euch Sachen merken, wollt ihr euch gar nicht merken. Ja? Einfach nur aufgrund dessen. Der zweite Punkt, den Blair Singer zu mir gesagt hat, ist, Christian, es gibt ein Wort. Guck mal, ob ich das hier schön kriege. Nee. Könnt ihr das lesen? Energie. Energie, genau. Und er hat zu mir gesagt, Energie Energie gewinnt. Genau, Energie gewinnt. Was meinte er damit? Er sagte, Christian, wenn zwei Menschen sich treffen, gewinnt immer der mit der größeren Energie. Wie viele von euch sind Eltern? Also zwei weiß ich. Okay, prima. Vielleicht habt ihr schon mal die Situation gehabt, ihr geht mit eurem Kind irgendwie einkaufen und dann gibt es ja, ich tue mal hier den blauen Stift mal eben zur Seite, dann gibt es ja am Ende des Supermarktes so Regale, wo so ganz viel Gruscht ist und oft auch so ein bisschen Schokolade und einfach bunte Sachen, die Kinder total super finden. Kennt ihr so Situationen schon mal gehabt? Okay, prima. Was macht so ein Kind, wenn das unbedingt diese Schokolade haben möchte? Schreit. Ja, fängt erstmal an, Mama, darf ich das haben? Nee, jetzt heute nicht. Doch, ich will das haben. Nee, heute nicht. Doch, ich will das haben. Und dann wird es immer lauter, immer mehr Energie. Wenn das Kind richtig weit geht, liegt sie irgendwann auf dem Boden. Schon mal erlebt? Okay, super. Was haben wir jetzt für Möglichkeiten? Man gibt dem Kind das, was es haben möchte. Super. Oder man wirft sich selber auf den Boden und macht noch mehr Energie. Aber wenn man das nicht tut, gewinnt das Kind. Einfach mehr Energie. Genauso ist das auch. Und er hat zu mir gesagt, Christian, wenn man lernt, dann ist es wichtig, Energie reinzuwerfen, um auch das meiste rauszubringen. Und deswegen werdet ihr merken, werden wir auch ein bisschen Energie hier benutzen. Gut, fangen wir an mit dem Konzept. Das Konzept, wie gesagt, nennt sich Murphys Komitee und handelt letztendlich davon, dass es Menschen gibt, die verhalten sich wie Kühe. Genau, eine wunderschöne Kuh aus der Schweiz. Ne? Ja. Und es gibt Menschen, die verhalten sich wie Nashörner. Genau, wie Nashörner. Mhm. Ja, genau. Was zeichnet denn so eine Kuh aus? So eine Kuh als Tier, was zeichnet die aus? Was macht die den ganzen Tag? Steht auf der Weide und frisst. Was macht die noch? Wenig Energie, ja, gemütlich, ne? Gewohnheitstier. Ja. Bitte? Die Mut vor sich hin, ja. Wird mal umgeschubst. Nee, Quatsch. Das war was anderes.
Genau, also ein sehr gemütliches Wesen, auch gerne mal in der Gruppe zusammen und grast und grast und grast. Abends steht es noch in der Melkanlage, geht dann schlafen ein paar Stunden, morgens wird sie da rausgeführt zum Grasen. Ein Nashorn. Was zeichnet denn ein Nashorn aus? Wenn man das Bild schon sieht. Dickes Kraft. Dickes Fell habe ich gerade schon gehört. Ja, braucht viel Energie, Durchsetzungsvermögen, ne? Um sich in dem, in ihrer Umgebung, in seiner Umgebung, ihre Umgebung ist auch gut, in seiner Umgebung durchzusetzen. So, und Jerry Clark sagt nun Folgendes. Ich male noch ein bisschen hier. Und zwar sagt er. Was hat nicht ganz gepasst? Das ist der Dschungel, genau. Und er sagt, Ziele, Träume und Sachen, die bedeutsam sind, die sind nur auf der anderen Seite des Dschungels zu finden. Nämlich irgendwo hier drüben. Ich nenne es mal Paradies, ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ihr wisst dann, was damit gemeint ist. Und auf der Startseite des Dschungels gibt es eine Weide, genau. Ja. Jack Clark sagt nun also, Ziele, Träume und Bedeutsamkeit erhält man nur auf der anderen Seite des Dschungels. Und er sagt, dass jeder Mensch mit der Geisteshaltung eines Nashorns auf die Welt kommt. Denn wenn ihr euch vorstellt, wie werden wir geboren? Ja, das ist alles ein bisschen mühsam am Anfang. Ja? Wir haben es geschafft, uns erstmal sowieso gegenüber Tausenden von Spermien durchzusetzen, sind endlich an der Eizelle, dann die ganze Schwangerschaft. Das ist mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden und wir sind erstmal wirklich, ja, große Anstrengung, wir haben es geschafft. Doch, naja, unsere Erziehung, was nicht unbedingt nur unsere elterliche Erziehung, sondern vor allen Dingen auch durch unsere Gesellschaft der Fall ist, die bringt uns irgendwann dazu, uns so zu verhalten, eher wie Kühe. Und ich fand das ein sehr interessantes Bild. Was machen denn menschliche Kühe so? Naja, menschliche Kühe sind allgemein sehr passiv. Lassen das Leben so geschehen. Glauben nicht unbedingt daran, dass sie ihr Schicksal selber in die Hand nehmen können. Wie sieht der Alltag einer Kuh aus? Kuh stellt sich Montagmorgen den Wecker. Eine Stunde früher als den Rest der Woche, weil muss er irgendwie rauskommen. Und fährt zur Arbeit, nachdem es gefrühstückt hat, in der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit erstmal im ersten Stau. Dann wird von 9 bis 17 Uhr gearbeitet, immer mit dem Blick auf die Uhr. Wann ist es endlich vorbei? Wann kann ich endlich meiner Freizeit hinterhergehen? Und um 17 Uhr wird alles liegen gelassen, rausgerannt, nach Hause gefahren und der Abend ausgeklungen. Meistens sind Kühe die, die einen Abend so ausklingen lassen, Beine hoch, auf die Couch, Einkommensvernichtungsmaschine an und den Abend ausklingen lassen. Ihr seid es alle nicht, weil ihr seid hier. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Und ja, wie geht's dann weiter? Die Woche geht weiter, Dienstag das Gleiche, Mittwoch das Gleiche. Mittwoch ist schon so der erste Tag, wo man anfängt, sich übers Wochenende zu unterhalten. Was sind die Pläne fürs Wochenende? Und Donnerstag wird es dann noch mehr und am Freitag, juhu, Lieblingswort der Deutschen, ich habe es schon gesagt, Wochenende, super, Wochenende, ich habe Freizeit, ich kann Sachen machen, die mir Spaß machen, ich kann endlich Sachen machen, die mir Spaß machen und am Sonntag, Mittag, kennt ihr vielleicht, kommt so dieses Gefühl in den Bauch, oh, am Montag geht das Rattenrennen wieder von vorne los und das muss überhaupt nicht bei euch so sein. Ich sage nur, dass das bei ganz vielen Menschen da draußen der Fall ist. Und bei mir war das so. Ich habe mich irgendwie so gefühlt. Und ich habe gedacht, okay, irgendwie schwimmst du da gerade mit, aber es gibt noch was anderes. Ich habe gefühlt, okay, da steckt ein Nashorn irgendwie in dir. Ein Nashorn lässt keine Dinge über sich geschehen einfach nur. Sondern ein Nashorn nimmt Sachen in die Hand. Und was braucht man denn hier um den Dschungel? Vielleicht habt ihr es erkannt, der Dschungel soll das Leben darstellen. Die Hürden, die man hat auf dem Weg, seine Ziele und Träume zu verwirklichen.
Was braucht man denn, um im Dschungel zu bestehen? Dickes Fell. Ja. Dickes Fell. Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen, Kraft. Ja, perfekt. Alles Eigenschaften, die ein Nashorn hat. So, und jetzt ist es so, du fühlst dich irgendwie, ja, Kuhweide ist nicht dein Ding, da stehen immer alle, jammern immer. Kennt ihr Leute, die jammern? Schon mal gehört? Leute, die irgendwie viel jammern? Das ist der Wahnsinn. Das sind so Leute, vielleicht kennt ihr so Leute. Ja, das habe ich mich hier verdrückt. Ja, schwarzer Bildschirm. Okay, fangen wir von vorne an, gut. Vielleicht kennt ihr so Leute. Wir hatten jetzt einen ganz schönen Sommer hier in Deutschland. Ne? War schönes Wetter und so weiter. Jetzt kommt so langsam der Herbst und draußen regnet es wieder. Dann gibt es so Leute, die sagen, stehen jetzt Herbstferien an, sagen, oh, so schlechtes Wetter hier in Deutschland und oh, ich muss hier raus, es ist andauernd nur schlechtes Wetter. Dann gehen die ins Internet, buchen sich eine Reise nach Mallorca, Florida, super Wetter gerade, setzen sich in den Flieger, fliegen dorthin, landen dort, steigen aus, blauer Himmel, Sonnenschein, 30 Grad, das erste, was die sagen, boah, ist das warm hier. Kennt ihr so Leute? Ja. Und das Interessante ist, solche Leute befinden sich ganz oft auf der Kuhweide und versuchen die den Eingang zum Dschungel gefunden haben, davon abzuhalten, da durchzukommen. Ein guter Freund hat mal zu mir gesagt, Christian, das ist völlig normal, dass auch wenn du anfängst, dahin zu gehen, wo du hin möchtest, das zu machen, was dich erfüllt, dass dich Menschen versuchen, davon abzuhalten. Sogar ganz oft Freunde, Familie, Bekannte, Verwandte, ganz enge Leute, woran liegt es? Einfach daran, dass die Menschen Angst haben, dass du dich veränderst, hat er gesagt. Es liegt nicht daran, dass sie dir das nicht gönnen, weil das sind ja enge Familie und so weiter. Die finden das super, wenn du erfolgreich bist. Aber die haben Angst, dass du dich veränderst in eine Richtung, bei der sie nicht mehr mithalten können. Und das ist oft der Grund, wieso die hier ziehen, wenn der Eingang gefunden wurde. Was passiert dann, sobald das Nashorn im Dschungel ist? Naja, im Dschungel gibt es Gefahren, ne? Eine ganze Menge auf dem Weg Richtung Paradies. Und vielen passiert es dann, dass sie irgendwie entmutigt werden, dass sie irgendwie eher diesen Weg zurück wieder bevorzugen, weil die Anstrengung so groß ist. Und ganz oft ist es ja so, vielleicht kennt ihr das, ganz oft ist es so, dass kurz bevor man ein Ziel erreicht hat, dann kommt noch irgendetwas, passiert irgendetwas. Habt ihr sowas schon mal gehabt? Ja? Dass man einfach, ja, dass einfach noch was in den Weg kommt, wo man drüber gehen muss, um dann letztendlich ans Ziel zu kommen. Und diese Sachen passieren alle in diesem Dschungel. Und das ist letztendlich der Punkt, wenn man das Gefühl hat, man hat das Nashorn in sich, einfach weiterzumachen. Einfach immer weiterzugehen durch den Dschungel. Denn ein Nashorn lässt sich nicht davon abhalten, was andere über einen erzählen. Lässt sich nicht davon abhalten, was letztendlich ringsherum passiert, was im Dschungel passiert. Denn das Ziel steht fest. Ich möchte dahin, also gehe ich auch dahin, egal wie lange es dauert. Und dieses Konzept ist sehr, sehr spannend, denn letztendlich, naja, was meint ihr, wie viele Kühe und wie viele Nashörner es letztendlich gibt draußen? Viele Kühe, wenig Nashörner. Ja, also gerade wenn man das Gefühl hat, man fühlt sich nicht ganz so, ja, vielleicht ein bisschen anders. Letztendlich 90% landen irgendwann wieder auf der Kuhweide. Und das ist auch völlig in Ordnung. Für die ist das auch in Ordnung. Wenn man aber das Gefühl in sich drin hat, ein Nashorn zu sein, dann gehört man zu 10% der Menschen da draußen. 10% wagen es nur in den Dschungel zu gehen. Und letztendlich 3% aller Menschen schaffen es dann ins Paradies und das durchzuhalten. Und das fand ich sehr, sehr spannend, als ich das gehört habe. Wieso erzähle ich euch das Ganze? Mein Ziel im Leben ist es generell, Menschen zu inspirieren und zu begeistern, mehr aus ihrem Leben zu machen und das zu machen, was sie erfüllt und begeistert. Das ist das, wofür ich stehe, das ist das, wofür ich brenne. Und mein Ziel, diese Geschichte zu erzählen, ist immer nur, Menschen, die dieses Gefühl, Nashorn zu sein, in sich drin haben, zu ermutigen, den Eingang zum Dschungel mitzugehen, und Menschen, die sich bereits mit uns im Dschungel befinden, zu ermutigen, weiterzumachen. Das ist letztendlich alles. Und ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle ist mir noch zu sagen, wir können dankbar sein, dass wir uns überhaupt über Kühe und Nashörner unterhalten können heutzutage. Denn wenn man draußen mitkriegt, was alles passiert, gerade heutzutage, die aktuelle Situation, dann haben wir es richtig gut, in Deutschland zu leben. Und wir sind ein bisschen durch die Welt gekommen, der eine oder andere von euch vielleicht auch. Wer reist denn gerne? Wie viele von euch reisen gerne? Okay, prima.
Ihr habt alle schon ein bisschen was von der Welt gesehen und deswegen denke ich, dass wir einfach auch was zurückgeben sollen. Zurückgeben an die, die es vielleicht nicht ganz so gut haben wie wir. Und das ist mein Ziel mit diesem Vortrag heute. Ich fange mal hier noch, mach mal hier noch weiter. Das ist genau, das ist die, sind die Kühe, die sich immer gleich verhalten. Ja, und das ist das Nashornbaby, was noch heranwachsen muss, um von der Kuhweide zu kommen, durch den Dschungel zur Erfüllung. Zum Schluss möchte ich euch noch eine kleine Geschichte erzählen. Ein Freund von mir hat mir mal Folgendes erzählt. Er hat gesagt, Christian, ich hatte einen Onkel aus Amerika. Und als ich so 10 Jahre alt war, hat der Onkel mich gefragt, was ich mir denn zu Weihnachten wünsche. Und ja, ich habe mir eine große Liste gemacht mit ganz vielen großen, besonderen Wünschen und habe die Liste zu meinem Onkel geschickt. Und dann kam Weihnachten, ich war ganz gespannt und ja, was hat der Onkel für mich vorbereitet? Ich habe ja so viel aufgeschrieben. Und was ich bekommen hatte, war ein Aquarium mit einem Goldfisch drin. Ungefähr so die Größe. Und das stand irgendwie nicht auf meiner Liste. Na, der Onkel Goldfisch, sieh zu, dass er groß wird und hab einfach Spaß daran. Mein Freund konnte lange Zeit nichts damit anfangen und hat einfach den Goldfisch gepflegt. Es hat ein paar Monate gedauert und dann war Weihnachten wieder vor der Tür. Nämlich genau 12 Monate hat es gedauert. Und dann war Weihnachten vor der Tür. Der Onkel rief wieder an und meinte, was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Ja, letztes Jahr hat es ja nicht so gut geklappt, aber ich probiere es nochmal. Hier ist meine Liste mit all meinen tollen Wünschen. Und dann standen wieder ganz viele tolle Sachen drauf. Und es ist Weihnachten, wieder voller Vorfreude. Es war so ein Paket und diesmal dachte ich, das kann ja nicht jetzt irgendwas anderes sein, als ich mir gewünscht habe. Sieh, Riesenpaket, ich pack's mal aus, eine schöne Schleife noch drumherum. Ich pack's aus und was ist drin? Ein Aquarium. Ein größeres Aquarium. Mit ein paar Fischen noch dazu. Und mein Onkel sagte zu mir, setz den Fisch, den ich dir damals geschenkt habe, in das größere Aquarium und pflege diesen Fisch. Und sag mir in einem Jahr, was passiert ist. Ein Jahr später, diesmal hat der Onkel nicht gesagt, was wünschst du dir zu Weihnachten, weil die Geschichte war klar, was es geben wird. Es wird, was wird es geben? Noch ein Nee, noch größer geht nicht, er war schon riesig. Utensilien fürs Aquarium. Und er fragte dann meinen Freund, was hast du gelernt, was ist dir aufgefallen? Naja, der Goldfisch, der ist größer geworden. Genau. Und ist er in dem Jahr davor auch schon größer geworden? Nee, der hat irgendwann aufgehört zu wachsen. Und als du mir das neue Aquarium geschenkt hast, ist er noch größer geworden. Und dann sagt der Onkel, super, du hast genau das jetzt gelernt, was ich damit bezwecken wollte. Du hast gelernt, wenn du wirklich wachsen willst, musst du deine Umgebung ändern. Musst du dein Aquarium größer machen. Denn du wirst immer nur so groß, wie deine Umgebung ist. Und du wirst nur so groß, wie der dickste Fisch in dem Aquarium. Und deswegen sieh zu, dass du dich mit Sachen beschäftigst, die dich einfach wachsen lassen, die dich größer machen lassen. Mit einem Zitat von Steve Jobs will ich hier meinen Vortrag beenden. Eure Zeit ist begrenzt, vergeudet sie nicht damit, das Leben eines anderen zu leben. Lasst euch nicht von Dogmen einengen, dem Resultat des Denkens anderer. Lasst den Lärm der Stimmen anderer nicht eure innere Stimme ersticken. Das Wichtigste, folgt eurem Herzen und eurer Intuition. Sie wissen bereits, was ihr wirklich werden wollt. Alles andere ist zweitrangig. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.